Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Jetzt ist er vorbei. Muss Abschluss geben. Da ist der Ball weg. Guter Vorstoß, kann was werden. Stark gemacht, das könnte was werden. Fällt das Tor doch noch. Angriff beendet. Geht da voll in diesen Zweikampf. Er zieht einfach vorbei. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Alles ist fast schon eine Einladung. Erst die gute Parade, aber dann kümmert sich niemand um den Abpraller. Nachschuss und Tor. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, da ist Platz jetzt. Und nun ein Schuss. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Jetzt der Ballverlust. Guter Vorstoß jetzt. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei.
Jetzt der Fehler. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Vielleicht der Ausgleich. Ah, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Oviemuno Ejaria. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Das ist eine verschenkte Chance. Ja, da fehlt einiges. Der Ball geht weit vorbei. Viel zu überhastet. Jetzt der Ballverlust hier. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Jetzt ist er durch. Nicht das Tor. Unglaublich. Machen Sie jetzt gut. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Steven Davis. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. In den freien Raum. Und er pfeift abseits. Steven Davis. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Oviemuno Ejaria. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Ganz sicher. Kurze Variante bei dieser Ecke.
Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Wir erleben hier heute eine enorm spannende, eine offene Partie mit Chancen hüben wie drüben. Und das macht Spaß. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss. Und der Torwart hält ihn problemlos. Er holt sich diesen Ball. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Ein super Trick und der klappt auch noch. Vielleicht die Führung jetzt. Und damit hat er hier nun den Doppelpack. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Der kann definitiv mehr. Er kommt nicht so richtig zum Abschluss. Hat es richtig schwer in diesem Spiel. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Die Chance. Immer noch gefährlich. Ausgleich. Drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht allzu lange über die Führung freuen. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Chance zur Führung. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Die Ecke kommt. Wir spielen erstmal raus. Guter Vorstoß jetzt. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Power. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da ist der Ballverlust. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Und jetzt ein Schuss. Gute Aktion vom Keeper, hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ecke kommt.
Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Power. Sehr guter Einsatz. Klasse Ballgewinn, vielleicht machen sie jetzt was draus. Der Schuss, er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Wir sehen die kurze Variante. Da ist die Hereingabe. Die bekommen den Ball nicht raus. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Könnte die Führung werden. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Sie wechseln also aus. Kurzer Eckball. Er hat die Chance zur Führung. Macht er richtig gut. Perfekt getimt. Sie kommen jetzt über außen. Ist das stark. Super Parade, die aber eigentlich gar nicht nötig war. Wir sehen es ja abseits. Fahne ist oben. Korrekte Entscheidung. Da lege ich mich einfach mal fest. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Günther. Das macht er gut. Nach wie vor lebt diese Chance. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ja, sie nehmen die kurze Variante. Dribbling in die Mitte. Er schießt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Oh, da stören sie schon frühzeitig. Da könnten sie jetzt in Führung gehen. Gehalten. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Da gewinnt er den Zweikampf. Geht er rein? Gute Aktion vom Keeper. Er verhindert hier einen späten Rückstand. Oh, war das wichtig. Vielleicht hat er ihn genau damit das Unentschieden gesichert. So, Ecke kommt. Ball ist erstmal wieder raus. Sehr gut gemacht vom Torhüter.
Sie nehmen den Wechsel vor. Ecke kommt ins Zentrum. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Er war noch dran, gibt Ecke. Die Ecke kommt. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Nicht gut vom Torwart. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Nachspielzeit ist angezeigt. 5 Minuten haben wir noch. Sie kommen noch mal, ja? Die wollen mehr als dieses Unentschieden. Wird Abschluss geben jetzt. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Gute Chance. Knapp daneben und das ist in dieser Situation doppelt ärgerlich. Ja, ein Tor wäre gerade jetzt enorm wichtig gewesen. Könnte gefährlich werden. Das gibt Freistoß. So, ich glaube, das war's dann in Sachen Ermahnungen. Noch so eine Aktion und dann bekommt er die Karte. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten.